Jörg Dittweich, der Bundestrainer bin ich. Und wir haben jetzt die nächsten 3 Tage einen Lehrgang in Wetzlar. Und wir trainieren erst heute Nachmittag. Und da gibt es natürlich die Gelegenheit, hier mal in Hessen vorbeizuschauen oder bei der Hessenauswahl. Weil der Stebbi, das finde ich ja überragend, dass ein Mann, der früher in der Öffentlichkeit war, ja, dass der hier so eine Mannschaft übernimmt. Weil das ist ganz wichtig. Ich war ja auch mal früher Bundesligaspieler beim FC Nürnberg. Und es ist ganz wichtig, dass wir unsere Spieler nach außen bekommen, weil es gibt bestimmt noch bessere Spieler, die hier sind in Hessen oder in Deutschland, aber keiner weiß, wo die sind. Und deswegen ist das ganz wichtig, so eine Veranstaltung mit Öffentlichkeit. Also wir trainieren heute Abend Nationalmannschaft, aber es ist nicht so, dass jetzt alle Nationalspieler da sind, sondern wir haben jetzt letztes Jahr 2012 eine EM gespielt in Schweden. Da haben wir leider nicht so gut abgeschnitten und jetzt sichten wir heute. Wir haben heute 27 neue Spieler dabei und nächstes Jahr fahren wir nach Brasilien im August und haben dort eine WM. Deswegen sichten wir. Es sind auch einige Spieler aus Hessen hier, die heute die nächsten 3 Tage bei uns dabei sind. Ja, bei uns ist es so, dass natürlich das Geld knapp ist, wie im Behindertensport so üblich ist. Also wir sind einmal in Wetzlar, dann sind wir wieder in Zenzenstein, dann sind wir in München unten, wo wir halt praktisch Lehrgänge bezahlt bekommen oder unser Budget halt dann nicht mehr auslangt. Meistens sind wir in Jugendherbergen. Stebbi, grüß dich. Wie geht's? Gut, gut. Fit? Ich habe gerade gesagt, das finde ich super, dass so ein Mann wie du das magst, dass wir in der Öffentlichkeit noch, du bist ja noch bekannter wie ich. Jawohl, ja? Beide. Ja? Ist ja ganz wichtig. Nein, also von da aus ist es ganz wichtig, dass wir hier bei den Deutschen Meisterschaften gemerkt haben, dass das Niveau, also ich bin jetzt das 5. Jahr bei den Deutschen Meisterschaften gewesen und das Niveau steigt von Jahr zu Jahr, weil auch die Trainer da sind, die den Jungs was beibringen und die wollen auch. Ja. Und da sieht man schon, wie sie angezogen sind hier. Vor Jahren war praktisch altes Trikot und Hosen und jetzt sind sie vom neuesten Adidas oder egal was eingekleidet. Also ich hoffe, das geht so weiter. Und ich als Bundestrainer natürlich momentan so die Auswahl habe oder unsere Kriterien sind, dass die Spieler in den Regelspielbetrieb spielen müssten. Aber leider ist es noch nicht so, dass viele noch in den Freizeitmannschaften spielen oder halt nicht regelmäßig 2-mal in der Woche plus Spiel. Ja, Liga, wie gesagt, ist im Behindertenbereich ist es schwierig. Jedes Bundesland hat seine eigenen Spielserien. Das wäre natürlich schon geil, aber im Endeffekt machen ja alles oder sind die Trainer alle fast ehrenamtlich. Also es wäre ein Ziel, dass wir so eine Bundesliga machen könnten. Im Blindenbereich gibt es ja schon eine Jugendbundesliga, aber die ist halt nicht regelmäßig, die ist halt alle 2-3 Monate mal. Gibt es für Brasilien schon eine Homepage oder irgendwas? Also wir sind jetzt dran, eine Homepage zu entwickeln. Ja? Die nächsten 2-3 Monate. Und das ist ganz wichtig, dass auch jetzt gut über Facebook, dass die Leute halt einmal sehen, viele fragen, ja, wo gibt es wie jetzt gerade? Ne? Leider gibt es das nicht so. Aber wir versuchen, dass wir in die Öffentlichkeit noch mehr kommen.